Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über No Man's Sky Beyond. Im heutigen Video geht es darum, wie man den Mineralienextraktor erfolgreich einsetzt und wie man die Nutztiereinheit verwendet und schließlich auf einer Kreatur reiten kann. In früheren Videos habe ich den Verkauf von Schaltplatten und von Sturmkristallen empfohlen, um Units zu verdienen. Seit Beyond kann man es sich mit dem Mineralienextraktor einfacher machen. Voraussetzung ist allerdings, dass man die entsprechenden Baupläne hat, den Mineralienextraktor, eventuell den Gasextraktor, das Versorgungsdepot, das Versorgungsrohr und für die Stromversorgung zum Beispiel das Solarmodul, die Batterie und die Verkabelung. Für das Scannen ist ferner das Analysevisier mit dem Untersuchungsgerät Upgrade A notwendig. Um eine Fundstelle für aktiviertes Indium zu entdecken, muss man einen Planeten mit einem rauen Klima aufsuchen. Dort scannt man mit dem Analysevisier plus Upgrade. Die Funktionen lassen sich mit den Tasten 1 und 3 abrufen. Man sucht irgendwo auf dem Planeten mit der Bergbaueinstellung, Symbol Spitzhacke, nach einem Hotspot. Die Informationen A, B, C oder S geben an, wie wertvoll die Fundstelle ist. Meine Empfehlung lautet, sich geduldig nach einer A- oder S-Stelle umzusehen. Über die Distanzangabe beim Scannen kann man sich der Position der Mineralablagerung so weit nähern, bis eine Analyse des Hotspots vorgenommen wird. Dann gilt der Hotspot als entdeckt und die genaueren Zahlen zur Dichte der Ablagerung liegen vor. Um die Abbauanlage zu errichten, muss man den Ort als Basis einnehmen. In unmittelbarer Nähe des Hotspots baut man nun den Mineralienextraktor, dazu das Versorgungsdepot und eine Stromversorgung hin. Ich habe jeweils ein Solarmodul und eine Batterie daneben gestellt. Ein Kabel führt vom Modul zur Batterie, ein weiteres von dort zum Extraktor. Vom Extraktor zum Depot wird ein Versorgungsrohr gesetzt. Dann ist die Anlage betriebsbereit und man kann später mal vorbeischauen und das extrahierte, aktivierte Indium abholen. Damit sich die Anlage lohnt, stellt man eine ganze Reihe von solchen Kombinationen auf und verbindet alle Depots mit Versorgungsrohren. Dann muss man die Depots nicht alle einzeln leeren. Über irgendein Depot hat man Zugang zu allen Behältern. Meine Industrieanlage steht ungünstigerweise in einem Steilhang. Daher war ein Bauen in Reih und Glied nicht möglich. Und die Anlage sieht eher etwas abenteuerlich aus. Nichtsdestotrotz erfüllt sie ihren Zweck und liefert alle paar Stunden große Mengen aktiviertes Indium. Der Hotspot, der meine Einrichtung beliefert, ist ein A-Klasse-Hotspot. Der Verkauf bringt schnell einmal beachtliche Millionenerträge. Ungefähr die gleiche Technik kann man benutzen, um den Gasextraktor einzusetzen. Dafür habe ich sogar einen S-Klasse-Hotspot entdeckt. Der Verkauf von Stickstoff erschien mir aber zu wenig lukrativ, deshalb baute ich die Anlage schließlich wieder ab. Um die nachfolgend gezeigte Einrichtung zu erstellen, holt man sich in der Anomalie diese Baupläne. Den Nährstoffprozessor, den automatischen Fütterer, die Nutztiereinheit und wiederum die entsprechenden Pläne für die Stromherstellung. Bevor man die Anlage, wiederum in seiner Basis, in Betrieb nehmen kann, muss man wissen, welche Tiere sich in der Nähe aufhalten und mit welchem Köder man sie anlocken kann. Ein Scan der Kreatur ergibt Aufschluss, im hier gezeigten Fall war Enzymflüssigkeit notwendig. Die dann aufgestellte Einrichtung besteht aus der Nutztiereinheit, einem automatischen Ernteroboter, dem automatischen Fütterer, einem Landwirtschaftsroboter, einer Batterie und zwei Solarmodulen für die Stromversorgung und einem Nährstoffprozessor. Die beiden Roboter müssen mit der Batterie bzw. den Modulen durch Stromkabel verbunden werden. Also braute ich im Nährstoffprozessor aus Fäkium und Impulsbohnen die verlangte Enzymflüssigkeit, die ich in den automatischen Fütterer legte. Die entsprechende Tierart wird jetzt von der Nutztiereinheit angelockt und im Inventar der Einheit wird nun frische Milch eingelagert. Ob es sich um laktosefreie Milch handelt, wird nicht angegeben. Für die zweite Tierart, die sich in der Nähe meiner Anlage aufhielt, war als Nahrung gesüßter Kompost zu produzieren. Dafür benutzte ich Fäkium und Enzymflüssigkeit.
da sich die Tiere daraufhin nicht in nützlicher Frist dem automatischen Fütterer näherten, fütterte ich sie zuerst einmal mit Kreaturenkugeln und lockte sie dadurch zu meiner Fütterungsanlage. Die zweite Tierart lieferte dann brav wilde Milch in das Inventar der Nutztiereinheit. Tja, und da man bei einem kürzlich gemolkenen Tier durch Betätigen der Leertaste aufsetzen und es damit zähmen kann, wagte ich schließlich einen Ritt durch die Landschaft meines Basisplaneten. So, ich hoffe euch mit diesen Informationen bei eurem Spiel weitergeholfen zu haben. Ich wünsche euch eine reiche Ernte an aktiviertem Indium und an Milch und natürlich einen guten Ritt durch das Weltall. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Holle.